Hier in Weil am Rhein fing alles auf 98 Quadratmeter an. Dass dies für unsere Kanzlei bald nicht mehr reicht, war uns schnell klar. Einzelne Räume wurden hinzugenommen, aber am alten Standort war die Grenze erreicht. Und dann hatten wir das Glück, in die Einkaufsinsel gerade neu gebaut und neu eröffnet, umziehen zu können. Im Turmgebäude haben wir 2 Stockwerke mit ca. 600 Quadratmetern. Diese Gelegenheit, neue und großzügige Räume in idealer Lage zu erhalten, konnten wir uns nicht entgehen lassen. Zum Bahnhof Weil am Rhein sind es zu Fuß 2-3 Minuten, nach Basel 10 Minuten mit dem Auto und zum Flughafen 15-20 Minuten. Und in der Tiefgarage direkt unter dem Haus besteht die Möglichkeit, nicht nur anonym anzureisen, was für manche Mandanten wichtig ist, sondern auch kostenlos zu parken. Die Bezeichnung Wirtschaftskanzlei mögen wir gar nicht so sonderlich gerne. Natürlich sind wir im Wirtschaftsrecht spezialisiert. Das ist einer unserer Schwerpunkte. Und wir begleiten da Unternehmer und Unternehmen eigentlich in allen Lebenslagen. Das geht von allem, was mit Immobilien zu tun hat, bauplanungsrechtliche Fragen, Altlastenfragen, an Verkauf von Immobilien, über das wirkliche Tagesgeschäft, Lieferverträge, Forschungs- und Entwicklungsprojekte, natürlich auch arbeitsrechtliche Fragen und Rechtsstreite. Wir begleiten unsere Mandanten da gerne frühzeitig und keineswegs auch immer so, dass wir im Vordergrund stehen, gerne auch mal im Hintergrund. Ziel ist es, dass man einfach das optimale Ergebnis erreicht und nach Möglichkeit Streit frühzeitig vermeidet. Und das können wir tun mit Anwälten, die qualifiziert sind, die langjährige Praxiserfahrung auf ihren jeweiligen Bereichen haben, viele auch Fachanwaltstitel haben und die damit in jeder Lebenslage den Unternehmer qualifiziert beraten und begleiten können. Genauso wie im Wirtschaftsrecht sind wir auch in allen anderen Rechtsbereichen tätig. Unsere Mandanten können auch hier professionelles, schnelles und kreatives Arbeiten erwarten, ob das im Erbrecht ist, im Familienrecht, im Sorgerechtsstreit, bei der mietrechtlichen Auseinandersetzung, im Verkehrsunfallsrecht. Der Wirtschaftsführer ist bei uns genauso willkommen wie der Handwerker, der Arbeiter, die alleinerziehende Mutter oder das ältere Ehepaar. Das Wichtigste für mich als Anwalt: zuhören. Oft sind die Mandanten in der Erstbesprechung ja sehr aufgeregt und es braucht erst einmal eine gewisse Zeit, bis sie sich öffnen und bis man in der Lage ist, auch zu erkennen und zu besprechen, wo das wirkliche Problem liegt und was die Zielsetzung des Mandanten ist. Nichts ist schlimmer, als wenn man aneinander vorbeiredet. Deswegen nehmen wir uns die Zeit, den Sachverhalt korrekt aufzunehmen und anschließend das Mandat sorgfältig und akkurat zu bearbeiten. Juristische Qualifikation spielt bei uns natürlich eine ganz entscheidende Rolle. Aber auch auf dem technischen Gebiet nehmen wir für uns heraus, eine Vorreiterrolle einzunehmen. So suchen wir die maßgeblichen Gerichtsurteile und die Entscheidungen nicht aus tausenden Seiten von Papier heraus, sondern wir arbeiten mit Back Online und sind so in der Lage, die entscheidenden Gerichtsurteile in Windeseile online herauszusuchen. Und auch digitale Spracherkennung ist für uns nichts Neues. Wir arbeiten seit 2000 mit Spracherkennung und sind daher auch in der Lage, sehr schnell und sehr unbürokratisch das, was wir denken und schreiben wollen, auch zu Papier zu bringen. Wir machen sehr, sehr viele Verträge hier in der Kanzlei und erstellen die auch für die Mandanten. Und das machen wir zunehmend und sehr gerne hier bei uns in der Kanzlei mit allen Beteiligten. Wir gehen dann in ein großes Besprechungszimmer, machen den Beamer an und werfen den Vertrag wirklich an die Wand, sodass alle ihn gemeinsam an der gleichen Stelle vor sich haben. Das hat unheimliche Vorteile, weil man sehr schnell Rückfragen klären kann. Viele Unklarheiten treten erst gar nicht auf. Man kann Änderungswünsche, die es ja immer mal wieder gibt, direkt einarbeiten, direkt reindiktieren. Und so entsteht im Idealfall wirklich ein gewisses Teamwork und ein Gruppengeist, um hier den Vertrag zum Ende und zum Abschluss zu bringen. Und wenn alles gut läuft, hat man am Ende der Besprechung einen Vertrag, den man nur noch ausdrucken und unterschreiben oder eben gegebenenfalls an einen Notar schicken muss, wenn er notariell beurkundet werden muss. Teamwork ist bei uns besonders wichtig.
Das Recht ist inzwischen so komplex geworden, dass kein Anwalt von sich behaupten kann, er kennt sich überall gleich gut aus. Jeder von uns hat seine Spezialgebiete, in denen er sich besonders gut auskennt, oft unterlegt durch entsprechende Fachanwaltstitel. Darüber hinaus referieren die meisten von uns regelmäßig zu rechtlichen Themen. Manche schreiben auch in der Tagespresse und veröffentlichen Aufsätze oder sind Lehrbeauftragte an der Dualen Hochschule in Lörrach. Als Anwalt sollte man nicht mit juristischen Scheuklappen durchs Leben gehen. Wenn man einen Mandanten richtig gut beraten will, muss man die Gesamtsituation erheben, seine wirtschaftliche Situation und gegebenenfalls auch seine private und familiäre. Dann kann man maßgeschneiderte Lösungen erarbeiten, kreative Lösungen erarbeiten und diese zum Erfolg führen. Das ist die Zielsetzung in unserer Kanzlei.